Willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, in der letzten Folge haben wir mit Pyroka und Serpentis geredet. Wir müssen wohl irgendwie einen Minenanteil finden. Ich habe aber keine Ahnung, wo der sein soll. Absolut nicht. Ja, mal gucken. Ich könnte mir eine Sache vorstellen. Da ist ein Schattenläufer. Na, nicht so böse hier, ja? Muss ich nicht übertreiben. So. Oh, hier irgendwo, oder? Brauchen wir so das? War das nicht hier? Bin ich jetzt blöd? War es oben? Ah, nee. Was? Ich glaube, das war da oben, ne? Ja. Ich bin auch nicht sicher. Der Steckenkreis hier oben. Ja. Habe ich nicht schon... Ich bin nicht gelootet. Okay. Nein. Was ist ein Fahrer aus dem Watt raus? Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Pyroka weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyroka also. Hm, interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyroka dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Na gut, dann heißt er jetzt nochmal hin und her. Super. Gehe ich jetzt zum Großbau, zum nächsten. Und endlich haben, was haben wir, die Geschwindigkeitstränke? Wir werden wahrscheinlich sogar noch welche finden. Vielleicht auch welche kaufen, wenn wir das Geld dazu haben. Wir haben gerade mit der Geld immer Fluss, wir haben gerade 2200 Gold gekriegt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Was war das noch? Das war noch schon vorher. Man darf halt nicht alles glauben. Ich werde etwas spoilern lassen. Ich habe was Ungewöhnliches gelesen, sagen wir mal so. Jedenfalls, ich warte mal mit Wolf ja noch. Mal gucken. Seekopfhof müsste... Oh nein. Oh Gott! Du kleine Ratte, Alter. Komm her. Ja. Friere ein und stirb. Thank you.
Er weiß gar nicht, wo mit seinem Leben. Okay. Weiter geht's. Da liegen noch die zwei Toten. So. Kann ich mit Jacob da mal reden? Ach, nee, kann ich nicht. Die Hallen von Edoa. LOL, alles klar. Dann gehe ich jetzt zum Kloster. Und von hier aus kann man einfach dahin rennen. Wird sich das jemals ändern? Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her! Das ist ja unglaublich! Hast du auch nur im Geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Alles klar. Dann schlafe ich mal. Er hat auf die falschen Leute gehört. No. Runde. Wir können auch noch hier mit dem Kollegen da reden. Hier in der Bibliothek mit dem hier. Hey. Karas. Ich habe das Auge Enos zurückgebracht. Wir noch ein bisschen EP. Ich bin erleichtert, dass es dir gelungen ist, dem Feind das Auge zu entreißen. Aber die Gefahr ist nicht gebannt. Das Böse schmiedet weiterhin Pläne und geht ungewöhnlich aggressiv vor. Das ist mir auch schon aufgefallen. Mach dich nicht über mich lustig. Die Lage ist ernst, sehr ernst. Und wir wissen nicht, auf wen wir uns verlassen können. Dem Feind ist es schon gelungen, den Novizen Pedro in Versuchung zu führen. Auch bei vielen anderen könnte er Erfolg haben. Ah ja. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Noch ist es nicht so weit. Okay. Was macht das Studium? Ich bin noch mit der Auswertung der Indizien über die Suchenden beschäftigt. Sobald ich was weiß, werde ich dich natürlich direkt unterrichten. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? Keine Ahnung, dazu weiß ich noch. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn so? Wolf, Schaf, Nepper. Okay. Dann laufen. Okay, wow. Hau noch einen rein. So. Los geht's. Ich hoffe, dass das vierte Kapitel jetzt noch nicht beginnt. Ich würde gerne vorher noch die Gegend säubern. Und würde gerne eigentlich vorher nochmal auch ins Minental gehen. Denn... ja. Das sind auch noch Mana-Tränke, die man kaufen kann. Ja, von Ingor, wie der Typ heißt. Jetzt haben wir noch Kronstöcke. Im Minental gibt es glaube ich auch Kronstöcke irgendwo, ich weiß aber gar nicht wo. Dann werde ich aber noch nicht nachgucken, ich versuche die erstmal selbst zu finden, so. Ne? Wir haben also sowieso noch ganz viel zu erkunden da. Und ja.
Warum ist hier eigentlich wieder so ein komisches Wassergrafik-Ding? Oh Mann. Ja. So. Ich weiß nämlich noch, wo eine Vark-Armee ist. Ist in der Nähe von Corinthes, da waren wir nämlich noch gar nicht in dem Bereich da unten. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin und die Gegend säubern. Viel mehr würde mir auch nicht einfallen, wo noch Viecher sind. Vielleicht oben bei den Banditen. Ist da noch irgendwas? Können wir nochmal gucken gehen. Ansonsten, keine Ahnung. So, ist gleich da, mal gucken. Wenn wir jetzt ins vierte Kapitel kommen, dann ist das so, dann ja. Ist halt sehr blindlastig, das Spiel für mich, also... Weil blind, also ist blind. Ich habe es, glaube ich, bis zum zweiten Kapitel mal gespielt. Glaubst du, ihr werdet das Auge wieder hinkriegen? Schwer zu sagen. Warten wir es ab. Okay. Ich hab mal. Okay, ich muss mit Watras reden. Wie steht's ums Auge Innos? Denke daran. Nur ein Umkehrritual am Sonnenkreis zu sehen. Und vergiss. Okay. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn drei Sumpfkrautpflanzen dabei? Drei? Ja. Hier hast du die drei Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht. Doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Okay. Gott, was geht denn jetzt ab? Machen wir mit. Warum machen die das synchron? Nee, machen wir nicht. Aber es sieht schon echt cool aus, so. Bei ihm ist es lila, bei ihm rot. Und bei ihm ist es blau. Das haben sie echt nice gemacht. Lila steht quasi für Belia. Hier, also für die, die das nicht wissen, das Spiel nicht kennen. Blau steht für die Wassermagier und also für Adano. Und hier rot steht für Innos Pyroka, für die Feuermagier. Es ist vollbracht. Okay. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Okay. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Okay. Ihr habt es geschafft. Das Auge Innos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Ja, Meister. Du hast mehrfach bewiesen, dass du bereit für den Hohen Orden der Feuermagier bist. Mit dem heutigen Tage bist du ein Mitglied des Rates und wirst unseren Orden in der Welt vertreten. Du bist nun hoher Feuermagier. Trage die hohe Robe mit Würde und bringe dem Orden Ehre und Wohlstand, mein Bruder. Jawohl. Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke,
dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Oh, ich glaube, jetzt, wenn wir ins Minental gehen, dann beginnt das vierte Kapitel. Ich würde mich ja mal zum Kloster teleportieren. Wir haben ja das Auge Indus jetzt bekommen, ne? Das wäre jetzt wieder ein Big Fail, wenn das Auge Indus jetzt wieder da liegen würde, Alter, dann würde ich weinen. Dann würde ich laden. Auge Indus, okay. Nice. Ja, Pyroka ist, hat Lichtgeschwindigkeit drauf. Der Junge, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Na, Kollege? Ja. Das ist eine schlimme Sache. Ja, jetzt gehe ich nach Corinnas. Hier die Goblin-Skelette jetzt mal wegmachen. Möglich ist alles. Ja. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht helfen. Hafenstadt. Ja, pass. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Jetzt kann er mal nach Corinna. Kennst du ja schon. Hafenstadt. So, ich möchte gerne mal ganz kurz gucken, wer könnte noch hier, gerade, könntest du noch Minenteile verkaufen? Okay. Wer könnte jetzt noch Minenanteile verkaufen? Er redet einfach zu viel. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ach ja, wir können uns auch nochmal den Brief von Pyroka angucken. Auf die Liste sicher was? Nee, momentan noch nicht. Die haben wir ja alle. Ich habe was anderes gehört. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass ich daran was. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 350 Goldstücke. Das ist eine schlimme Sache. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder. Ich brauch's nicht. Ja, Brand. Oh, ne, könnte ich nie dann teilen. Er erzählt alles weiter. Wer sagt denn sowas? Schmied, Ignaz. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und dann oben der Schmied, ne? Ja. Er hier? Zeig! Ich hab mich total verbuggt leider, das ist echt schade. Na gut. Es muss doch jemanden geben, der Minenantenne verkauft. Boah, wie könnte das sein? Danke, dass du... Ja. Hey, du! Wenn ich... Nee. Komm schon. Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge suchst,
solltest du mal dort vorbeischauen. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Hey, du! Ich könnte... Alter, komm schon, wir müssen noch irgendeinen geben, der Minenanteile verkauft. Zeig mir. Das ist doch alles nur Gerede. Das hat er wirklich nicht verdient. Ja, super. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ich weiß langsam Zeig nicht mit. Mehr, was ich machen soll. Ja. Er hat auf die falschen Leute gehört. Nee, richtig. Ich hab mir das schon gedacht. Dann geh ich jetzt mal um Oberviertel. Ich bin ganz deiner Meinung. Und hoffe, dass ich da irgendwann noch finde. Lotero? Das ist doch alles nur Gerede. Sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adalus ließ die Flut kommen und das Wesen wurde. Das hat er doch vorher gewusst. Hey. Was du nicht sagst. Zeig. Na. Er erzählt alles ja. weiter. Das weiß doch inzwischen jeder. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Er arbeitet super. Ich glaube da nicht dran. Also hier auch nicht. Immer wieder das Gleiche. Und es wird noch viel schlimmer. So, aber der Mensch, wir können hier führten Krieg auf dem Land Adalus. Ich könnte mir dann halt verkaufen. Auf die falschen Leute gehört. Ich bin nur auf keinen Fall. Ich habe mir das schon gedacht. Das ist doch lange bekannt. Ich habe mir das schon gedacht. Oh, wer könnte... Ich wundere mich über gar nichts mehr. Qui-Gon, Beispiel. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Zeig mal. Jenen Teil seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, das finde ich aber jetzt nicht gut. Menschen wiedergebe, falls das Tier zurückgeht. Ach, hier ist ja auch der Dude, der nicht den Schlüssel klauen kann. In seiner Weisheit Ach, was? Kannst du mir noch eine Weissagung geben? Oh Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich. Okay. Hey, nachgetane Arbeit gibt. Irgendwas. Ja, vielleicht. Ihr Bewohner von Corinne. Ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens okay. ergeht folgender Erlass. Der Schmied Bennett wird freigesprochen. Er redet einfach zu viel.
Zeig mir das. Das ist mal wieder typisch. Hey, du. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Zeig. Das ist ja schrecklich. Ich habe was anderes gehört. Da vielleicht. Das darfst du keinem sucht. Ich muss weiter. Von mir. Okay. Na super. Joa. Ich glaube da nicht dran. Zeig mir. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Scheiße. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Hm? Zeig mir. Es ist mir. Ich glaube da nicht dran. Ich habe was anderes gehört. Lobats Hof eventuell. Das ist ja interessant. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ja, auf Lobats Hof könnte noch jemand vielleicht sein. Kloster selbst, glaube ich nicht. Und so stellte er sich zwischen seine wo gibt's denn noch Händler? Waren auf dem... Wo hast du das denn schon wieder her? Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich nämlich die Tür mehr zu öffnen, ne? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Meinst du, mir geht es besser? Nein. Eigentlich keiner auf mich. Okay. Dann gehe ich zwar zu Lobats Hof. Ich muss aber noch irgendwo eine Thekla oder wie heiß geben. Dann verdiene ich irgendwie ein Päckchen oder sowas. Hilda. Oh, ich hab keine Ahnung. Dann gehe ich jetzt nochmal nach Corina. Hafenstadt, genau. Und gehe jetzt halt diese Mobs noch platt machen, die ich da, wo ich weiß. Das ist mal wieder typisch. Ne? Er hat auf die falschen Leute gehört. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also Joey. Da haben wir eine Quest für. Irgendwo sein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so ward das Meer erschaffen. Und das Meer gab das Land frei. Und es entstanden alle Wesen, Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Und zuletzt entstand der Mensch. Und Adanos gefiel, was ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Und er freute sich an allen Wesen gleichermaßen. Komm, ihn kann man auch sein. Aber so groß war der Zorn Belias, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Und Belia sprach zu ihm. Das Tier. Gib mir 100 Goldmünzen, dann gebe ich dir dein Erz zurück. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Besten Dank. Auf das ist das Land zerstört. Aber Inos sah, was geschehen war. So, irgendwie haben wir nicht haben, ne? War das hier, ne? Ja, hier müssen wir. Oh, Sydney-Händler. Genau. Erzähl mir nicht sowas. Das ist doch kein Geheimnis.
Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich habe es selbst erlebt. Hier vielleicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Dann gehen wir. So. Hier ist wieder dieser schöne Bug. Ich speichere mal. So. Nämlich hier unten waren wir nämlich noch gar nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich ja doch am Anfang mal hingegangen. Auf jeden Fall ist hier noch jede Menge Viehzeug. Und ich dachte mir einfach mal, warte mal. Skelette. Werden das jetzt hier regeln. Aber ich möchte gerne volles Mana haben. Danke. Und ich war fett vor immer. Bitte, bitte. Danke. Ja, bin echt im Loch. Komm mal, fett da. Ja. So. Amen, Jungs. Hier noch Viecher. Habe ich von der Wag-Armee gesehen. Wo ist sie? Okay, die sterben schon wieder, super. Da sind sie. Ein Eisblocken. Mach die platt! Komm schon! Ja, moin, Alter. Ja, ja, guck mal, wie sind auch hier? Alter, wie viele das sind! Ja, 500 Stück, Alter. Geil. Hab ich irgendwie, ich werde euch Unmetall verwirken. Alter, ich hab echt keinen Bock mehr auf diese Scheißviecher, ne? So, komm. Jetzt darf ich wieder alles, diese ganze Wichse da machen, Alter. Boah. Vor allem, die lassen auch nicht ab. Die sind 20 mal schneller als du, Alter. Weißt du, du springst bei den Sachen hoch und die kommen auch easy ab hoch. Was gar nichts wäre. Und hängen sie immer mal fest, ne, hier die ganzen Scheißviecher. So, das müssen die aber one-shotten, oder? Ja, komm, hier. Nicht.
So. So, fickt euch. So. Speichern. So. Die Kackviecher ist einfach wahr, ne? Boah. Boah, so ein Schattenläufer. Komm. Komm! Komm mal ab, wie er dich tötet! Ja, das ist ein unsichtbares Vieh, wieder geil. Ja, super. Ja, wie lange folgen die einen? Ja, super. Klar, überleben Unwetter, natürlich. Klar. Oh, ich will einfach jetzt bekommen. Scheiße. Ja. Ja. So, Skelett. So, 10 Stück. Reicht. So. Ja, Alter, ist das... Nee. Laden. Ich hab Skelett ausgedauert. Super. Ich fühle mich doch echt verarschen, Alter. Boah, ey. Manchmal will mich Grafik echt trollen. Also, ne? Da, Skelett ausgewählt. So. Zack, zack, zack. Zack. 4 Stück. Das hier. So, Skelette. Oh, was haben diese Drecksviecher davon? Na, machen wir mal einmal hier. So, kommt mit, kommt in Armee. Armee, ja, Skelette. Vielleicht hätte ich erst dahin rennen sollen, weil... Oh, die sowieso gleich alle sterben. Ja, ich hoffe, die packen die Demo fest. Und dann lade ich neu. Bin also da. Jetzt tötet sie aber auch. Meine Güte. Da, den... Hier, los. So. Ich komme. Okay, mal neu kaufen. Ja, nicht sterben. Alter, nicht sterben, Leute! Ja, natürlich. Ja, das war ich da. Nein! Alter, laden! Ich gehe erst dahin. Und dann beschwöre ich 10.000 Skelette. Unwetter machen meinen Viecher auch Schaden. Naja.
Nein, noch nicht! Oh, Leute. Ja, geil, hallo, ich pack doch nicht fest hier. Na. Nachcasten können im Notfall. Greift an, Jungs. So, macht sie fertig. Ja. Leute, greift sie an. Macht sie platt. Hallo, hier ist noch einer. Leute, hinter mir. Genau. Festet ihn. So, dreckige Waage hier, ey. Dann haben wir einen Schattenläufer. Killen wir auch noch hier, wo ist der Schattenläufer? Komm, ich hab den vorhin gesehen. Hier war vorhin ein Schattenläufer. Ist der jetzt unsichtbar und weg oder was? Ich wusste es. Das war wunderbar. No. So. Ist eine Höhle. Und Ratten. Fuck. Fuck. Komm, wie sich... Es ist mega witzig bei diesen Ratten, Alter. Die wollen sich immer an ihren Dings ver... Goblins, ne? So. Zack. Einer reichen. Sehr schön. Und noch mehr. So, noch welche. Und hier ist die Mutter, die ich immer gehört haben. Komm, danke. So, das muss da alles gewesen sein hier. So, jetzt geht das große Looten los. So. Die Ratten sind mega witzig, ey. Weißt du, die andere Ratte stirbt neben dir und du frisst erstmal. Du frisst sie erstmal. Das ist so... Alter. Sind wir immer Geschwister? Weißt du so? Nichts zu holen. Ich hab immer das Gefühl, dass es Lotero mich verarscht. Weil ich höre dahinter nämlich was der... ne? Aha, zwei. Leute, Angriff! Ah, Alter! Hab ich mich gerade erschrocken. Holy fuck! Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Alter! Alter! Boah, wenn ich Lotero in die Finger kriege, ne? Ist das eine Höhle oder nicht? Lederbeutel. Oh, eine Steintafel, nice. Ist das nicht die Höhle, wo ein Truhe mit links sein müssten? Alter, Theo, ey.
Den lege ich um den Pisser. Wenn er mich für ich verarscht hat, ne? Da gibt es echt Ärger. Na noch ein Skelett. Scheiß Schattenwerf hat mich gerade tot erschrocken. So. Das ist eine alte Steintafel. Oder? Oh, Stärke. Na gut. Hier ist noch ein Trank. Ich speichere mal. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.